Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wieder erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. In unserer Serie über die Hölle, das Höllenfeuer, wollen wir uns heute eine weitere Stelle anschauen im Matthäusevangelium. Eine Stelle, die auch wiederum benutzt wird von einigen, um uns deutlich machen zu sollen, dass wir in der Tat als unsterbliche Seelen in einem Höllenfeuer für alle Zeit und Ewigkeit gequält werden, wenn wir die unvergebbare Sünde begehen. Ich hatte in den beiden letzten Predigten bereits schon einiges darüber gesagt. Ich hatte in der letzten Predigt über Markus gesprochen, Markus Kapitel 9, und hatte über die Aussage gesprochen, dass Christus sagte, wir sollen uns von unseren Gliedern dadurch entfernen, dass wir sie nicht zur Sünde gebrauchen. Und wir hatten also auch gesehen, was mit dem Höllenfeuer gemeint war, von dem Christus da sprach. Er sagte, dieses Feuer, das nicht verlöscht, oder sollte besser übersetzt werden, wie ich dies gezeigt habe, das nicht gelöscht wird von Menschen. Und wir hatten dann auch erwähnt, aber noch nicht eingehend in der letzten Predigt darüber gesprochen, was damit gemeint ist, wo er sagte, wo ihr Wurm nicht stirbt. Aber ich hatte dies bereits in der ersten Predigt erwähnt. Ich will es kurz nochmal hier wiederholen. Wo es heißt, wo ihr Wurm nicht stirbt, ist dies eine unglückliche Formulierung. Es ist dies eine Anlehnung an Jesaja Kapitel 66, Vers 24. In beiden Fällen wäre das Wort Made besser gewesen. Es bezieht sich auf die Leichen verstorbener und hingerichteter Verbrecher, die in das Tal Hinnom, wie wir gesehen hatten, leitet sich ja das Wort Gehenna für Hölle von diesem Tal Hinnom ab, die also in dieses Tal Hinnom geworfen wurden, außerhalb von Jerusalem, um dort verbrannt zu werden. Und auch der Abfall wurde dort verbrannt. Nun, wie ich bereits in der ersten Predigt gesagt habe in dieser Serie, manchmal blieben die Leichen dabei in den Klüften hängen und Insekten legten dort Eier ab, die sich zu Maden entwickelten, die nicht starben, da sie sich durch die Metamorphose in Fliegen verwandelten. Nun, einige Kommentare, wenn Sie sich die Zeit nehmen wollen, das zu untersuchen, sagen uns das deutlich, dass in der Tat dieses Phänomen, das den Juden damals sehr bekannt war, das Jesus hier gebraucht, um einen Vergleich anzustellen mit dem endgültigen Schicksal derer, die in das Höllenfeuer, diesen feurigen Pfuhl, geworfen werden, das war denen bekannt. Das war denen bekannt, was Christus hier sagte. Und es geht hier darum, dass ein Vergleich angestellt wurde, dass man eben diese Menschen sehen konnte, diese Leichname, und man sah, wie sich bei denen jetzt die Maden entwickelten, also, und die starben natürlich nicht, weil die verwandelten sich dann in Fliegen. Darum geht es. Und wie ich sagte, das ist eigentlich gar kein großes Geheimnis. Die meisten Kommentare oder viele Kommentare, die ich selbst gelesen habe, die bestätigen dies. Dass das ist genau das war, was Christus sagt. Denn er wollte keineswegs lehren oder ja irgendwie zu Gehör bringen, dass letztendlich später Menschen dann unsterbliche Würmer hätten. Darum ging es keineswegs. Aber heute jetzt Matthäus Kapitel 10, Vers 28. Eine weitere Stelle, die uns manchmal zitiert wird, um, wie gesagt, eine ewig brennende Hölle uns zu verkaufen. Nun, wir hatten bereits schon über das ewige Feuer gesprochen, die Tatsache, dass das Wort ewig nicht unbedingt für alle Zeit und Ewigkeit bedeuten muss. Es kommt auf den Zusammenhang an. Und hier lesen wir nun in Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Nun, wir hatten in Markus gesehen, dass Christus dort lediglich vom Leib sprach, der in die Hölle geworfen würde, um, wie wir gesehen haben, dort verbrannt zu werden. Nun, hier spricht er jetzt von Leib und Seele. Und die Frage ist natürlich, was ist damit gemeint? Ich werde jetzt Ihnen einige griechische Ausdrücke zu Gehör bringen. Und es ist wichtig, die zu verstehen, was hier gemeint wird, was hier gesagt wird, was Christus hier sagt. Kehren wir noch einmal zu diesem Ausspruch zurück. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Das Wort für Leib hier ist das griechische Wort Soma, S-O-M-A. Das Wort für töten ist das griechische Wort apokteino. Apokteino. A-P-O-K-T-E-I-N-O. Er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Nun, für töten wird wiederum das gleiche griechische Wort benutzt. Aber für Seele
wird das Wort Psyche hier gebraucht. Psyche. P-S-Y-C-H-E. Er sagt, sondern fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele, wiederum die gleichen Worte, Soma, Psyche, verderben kann. Nun, für das Wort verderben steht nicht mehr das Wort töten, dieses Wort apokteino, sondern hier wird ein anderes Wort gebraucht, und zwar das Wort apolumi. A-P-O-L-L-U-M-I. Und dann sagt er, der eben Leib und Seele verderben kann, in der Hölle. Und das Wort für Hölle ist natürlich das Wort Gehenna, das, wie ich sagte, immer im Zusammenhang steht mit Feuer. Es gibt ein anderes Wort für Hölle, das also manchmal mit Hölle übersetzt wird, das ist das Wort Hades. Das bedeutet lediglich das Grab oder Sheol im Hebräischen. Aber wenn das Wort Gehenna gebraucht wird, was sich ja wiederum von dem Tal Hinnom ableitet, wo eben dieses Feuer brannte, wenn das gebraucht wird, geht es eben immer um Feuer, auch mit. Schauen wir uns jetzt diese Worte einmal näher an. Ich hoffe, das wird Ihnen nicht zu langweilig, ist ein wenig technisch, das verstehe ich schon, aber es ist wichtig zu begreifen, wenn Sie begreifen wollen, was Christus hier sagt. Es ist wichtig zu ersehen, was für Worte er gebraucht und wie diese Worte benutzt werden in der Bibel, damit Sie auch die Möglichkeit haben, wenn jemand Sie da in Anführungszeichen überzeugen will, dass diese Stelle Ihnen beweist, dass Sie in der Hölle für alle Zeit und Ewigkeit da gequält werden, wenn Sie eben nicht bereuen, dass das nicht damit gemeint ist. Nun, wir befürworten keineswegs, dass Sie jetzt in eine solche Hölle geworfen werden. Christus warnt sehr davor, denn Ihr Leben wird aufhören zu existieren. Das ist nicht das, worauf es ankommt, keineswegs. Aber es ist eben nicht die Idee, dass man für alle Zeit und Ewigkeit in einer Hölle gequält wird. Darum geht es eben keineswegs. Aber es geht darum, dass man natürlich in das ewige Leben eingehen soll und nicht in den Tod, der ewige Konsequenzen haben wird, nämlich dass man aufhören wird zu existieren. Also was ist mit dem Wort töten gemeint? Das Wort, das im Griechischen apokteimo heißt, apokteino. In der englischen Authorized Version, also der berühmten King James Bibel, und ich nehme an, dass es im Deutschen ähnlich ist, aber ich habe mir nicht die Zeit genommen, dies durchzustudieren, aber in der englischen Authorized Version wird dieses Wort 55 Mal mit töten übersetzt, 14 Mal mit erschlagen und 6 Mal mit zum Tode bringen. In jedem Falle steht das Wort töten hier im Zusammenhang mit dem Töten eines menschlichen, physischen Wesens. In fast allen Fällen im Zusammenhang mit dem Totschlag eines Menschen durch einen anderen Menschen. Es bezieht sich niemals auf das Auslöschen eines Menschen für alle Ewigkeit, ohne die Möglichkeit einer Auferstehung nach diesem Tod. Das wird sehr klar, das wird sehr deutlich, wenn wir uns die Parallelstelle anschauen, in Lukas Kapitel 12, die Verse 4 und 5. Lukas Kapitel 12, aber behalten Sie Ihren Finger hier in Matthäus, da kommen wir gleich darauf zurück. In Lukas Kapitel 12, die Verse 4 und 5, da lesen wir nämlich, wie das hier gebracht wird. Da sagt Christus, ich sage euch meinen Freunden. Also er spricht jetzt Sie und mich an, wenn wir Christi Freunde sein wollen. Und Christus sagt ja an anderer Stelle, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Also ich sage euch meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, wiederum das gleiche Wort für Leib und das gleiche Wort hier für töten, und danach nichts mehr tun können. Also der Leib wird getötet, aber danach, nachdem der Leib getötet worden ist, können die nichts mehr tun. Das ist alles, was die tun können. Ich will euch aber sagen, Vers 5, vor wem ihr euch fürchten sollt, wen ihr respektieren sollt, wenn ihr verehren sollt, wenn den ihr irgendwie erkennt als denjenigen, der Macht hat über Leben und Tod. Er sagt, ich will euch zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, wiederum das gleiche Wort, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle Gehenna zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Also hier wird deutlich, dass es einmal darum geht, Menschen können einen töten, können einem unser physisches Leben nehmen und das ist alles, was sie tun können. Sie haben keine Macht mehr darüber hinausgehend. Aber Gott
hat die Macht, nicht nur uns physisch zu töten, sondern uns auch in die Hölle zu werfen danach, in das Gehenna-Feuer. Wir werden gleich sehen, was damit gemeint ist. Aber hier wird der Unterschied deutlich. Bei dem Töten, von dem es hier geht, im Griechischen, dieses Wort apokteino, da geht es nur um das Auslöschen der physischen Existenz. Aber nichts darüber hinausgehend. Es geht nicht darum, was geschieht, nachdem der Mensch getötet worden ist. In dieser Stelle hier, in Lukas Kapitel 12, Vers 5, das ist eine der wenigen Stellen, wo das Wort töten auch mit Gott in Verbindung gebracht wird. Normalerweise, wie ich sagte, bezieht es sich auf das Töten eines Menschen durch einen anderen Menschen. Aber auch hier sehen wir deutlich, dass es lediglich um das Töten des physischen Körpers geht. Um nichts weiter. Aber Lukas sagt uns auch, dass Gott die Macht hat, danach, nachdem er getötet hat, uns in die Hölle zu werfen. Matthäus 10, Vers 28, kehren wir hier zurück, sagte uns, er hat die Macht, Leib und Seele in der Hölle zu verderben. Es heißt hier verderben in der Lutherbibel. Aber das Wort für verderben ist auch eine unglückliche Übersetzung. Im Griechischen, wie ich sagte, ist es das Wort für apolumi. Apolumi. Und schauen wir uns einmal an, wie das Wort apolumi in anderen Stellen gebraucht wird. Apolumi ist richtig übersetzt und wird auch so richtig übersetzt in vielen Stellen der Bibel mit zerstören oder vernichten. Verderben im Sinne von vernichten oder zerstören. Zum Beispiel wiederum in der Authorized Version der King James Bibel wird es 23 Mal mit zerstören übersetzt, 3 Mal mit zerstört werden und dann wird es auch mit verlieren oder loslassen übersetzt, aber das ist ein anderer Zusammenhang, und 33 Mal mit total vernichten. Also es geht hier um vernichten, um zerstören, um das Auslöschen der Existenz. Wir werden jetzt sehen, in einigen dieser Stellen, die wir uns jetzt anschauen, dass das Wort apolumi in der Tat ein endgültiges Auslöschen der menschlichen Existenz bedeuten kann, wo es keine weitere Auferstehung zum Leben mehr gibt. Römer Kapitel 14 zum Beispiel, Römer Kapitel 14 und lesen wir Vers 15. Römer Kapitel 14 und Vers 15. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Nun, was Paulus hier sagt, bringe den nicht ins Verderben, das heißt eigentlich wörtlich, es wird hier ein Verb benutzt, also man könnte sagen, verderbe den nicht, aber das Wort wiederum ist apolumi im Griechischen und es bedeutet so viel wie geistlich vernichten, geistlich zerstören. Es geht darum, dass wenn wir die Wahrheit erkannt haben, aber wir haben zum Beispiel Kontakt mit einem Mitglied der Kirche, der das noch nicht so versteht. Und wenn wir jetzt etwas tun, in diesem Falle etwas zu uns nehmen an Speise, was gereinigt ist, aber das dem Götzendienst geweiht war, aber wir haben die Erkenntnis erlangt, dass das in Ordnung ist, weil das ist halt Fleisch, aber ein anderer, der versteht das nicht so und der isst es auch, aber er macht sich daraus jetzt ein Gewissen, dann kann das dazu führen, dass er sündigt, weil er ja nun sein eigenes Gewissen verletzt. Und Paulus sagt, wir sollen das so nicht tun. Wir könnten dadurch zu einem Stein des Anstoßes werden. Wir könnten ihm bei der Überwindung der Sünde hindern. Wir sollen also diesen schwachen Bruder, diese schwache Schwester nicht geistlich ins Verderben stürzen, wenn wir uns so verhalten, wie wir uns eigentlich nicht verhalten sollten, wenn wir Gottes Liebe in uns haben. Das ist der Zusammenhang. Es geht hier aber um geistliche Vernichtung. Die gleiche Idee, von der Christus hier spricht im Matthäus-Evangelium, wenn er sagt,
dass Gott jemanden vernichten kann. In der Hölle, im Gehenna Feuer. Schauen Sie, das Gericht tagt heute bereits schon über dem Hause Gottes, über der wahren Kirche Gottes, dem Leib Christi. Und zwar alle diejenigen, die Gottes Geist haben, sind ja Teil des Leibes Christi. Und wir lesen diesen 1. Petrus Kapitel 4 und Vers 17, dass das Gericht bereits heute schon über dem Hause Gottes tagt. Wir werden heute schon gerichtet nach dem, wie wir uns verhalten. Und wir werden auch danach gerichtet, ob wir anderen einen Anstoß geben zur Sünde oder nicht. Wir sollten sehr vorsichtig dabei sein. Und so sagt uns Paulus hier, dass wir uns davor hüten müssen, andere zum Abfall zu verführen. Christus sprach auch davon im Markus-Evangelium. Er sagte, wenn er einen dieser Kleinen zum Abfall verführt, dann wäre es besser, ihr würdet mit einem Mühlstein um den Hals herum ins Meer versenkt werden. Wenn wir jemanden ins geistliche Verderben stürzen, oder wenn wir selbst diese geistliche Verderbnis über uns bringen, was geschieht? Was geschieht dann? Wir werden in die Hölle geworfen werden, wie Christus sagt. Was geschieht, wenn wir in die Hölle, in dieses Gehennafeuer geworfen werden? Nun, schauen wir uns einmal ein paar Stellen an, die das deutlich machen, wie zum Beispiel Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10, die Verse 26 und 27. Hebräer Kapitel 10 und die Verse 26 und 27. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Wahrheit erkannt haben, oder wenn wir andere dazu bringen, durch unser schlechtes Verhalten, unser schlechtes Vorbild, dass die mutwillig sündigen. Also wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, dann haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden. Wenn wir heute sündigen, aus Schwachheit, wie wir in der letzten Predigt sahen, wir tun nicht unbedingt das, was wir wollen, wir tun eigentlich sogar das, was wir nicht wollen, dann können wir uns auf das Opfer Jesu Christi berufen. Wir können bereuen, wir können Gott, den Vater, um Vergebung unserer Sünden bitten und das Opfer Jesu Christi in Anspruch nehmen, der für unsere Sünden gestorben ist, die Vergebung unserer Sünden, sodass wir eben nicht den ewigen Tod erleiden müssen. Aber wenn wir mutwillig sündigen, was bedeutet, wir sündigen ohne bereuen zu wollen? Und die unvergebbare Sünde bedeutet ja auch, wir können keine Vergebung erlangen, weil wir keine Vergebung wollen, weil wir nicht bereuen wollen. Wenn wir also mutwillig sündigen, dann haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden. Wir können nicht das Opfer Jesu Christi in Anspruch nehmen, wenn wir auf der anderen Seite durch unsere mutwillige, sündhafte Lebensweise zeigen, dass wir keine Vergebung wollen, dass wir gar keine Sünde mehr bereuen wollen. Sondern, Vers 17, nichts haben wir zu erwarten als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer. Hier wird wiederum von dem Feuer der Hölle gesprochen, dem Gehenna Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Verzehren wird. Nicht für alle Ewigkeit quälen wird, wie es heißt, sondern verzehren wird. Das griechische Wort für verzehren ist das Wort Estio, E-S-T-H-I-O. Und es bedeutet buchstäblich das, was es hier zum Ausdruck bringt. Essen, aufessen, verzehren. Es wird vielfach auf Leute angewandt, die Nahrung zu sich nehmen, die es aufessen. Wenn die Nahrung aufgegessen ist, ist es nicht mehr da. Und letztendlich wird es auch im Magen verdaut und dann wird das, was eben nicht verdaut wird, ausgeschieden, wie es heißt. Schauen Sie, die Nahrung bleibt nicht für alle Zeit und Ewigkeit in dem Magen des Menschen, der sie gegessen hat, vorhanden. Bleibt nicht dort. Es wird verzehrt, es wird aufgegessen. Nun, Paulus in Römer Kapitel 14, Vers 15, wie wir sahen, spricht hier von endgültigen geistlichen Konsequenzen. Wie die Nahrung verzehrt wird und dann nicht mehr existiert, so wird auch derjenige, der mutwillig sündigt und ins Feuer geworfen wird, von diesem Feuer verzehrt werden. Der wird aufhören zu existieren, wird ausgelöscht werden. Und Paulus sagt eben in Römer Kapitel 14, wir müssen aufpassen, dass wir keinen Anstoß geben anderen, dass der in eine solche geistliche Verderbnis geführt wird, sodass auch er aufhören wird zu existieren, weil er die unvergebbare Sünde
begeht, weil er dann mutwillig sündigt, in dem Sinne, dass er nicht mehr willens ist, die Sünde zu bereuen. In Jakobus Kapitel 4, und Vers 12 wird auch etwas gesagt über Gott, der die Macht hat, in die Hölle zu werfen, Leib und Seele in die Hölle zu werfen. Matthäus Kapitel 4 und Vers 12, da heißt es, einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Aber interessanterweise wird hier für das Wort verdammen im Griechischen das Wort apolimi gebraucht. Also das gleiche Wort, das gebraucht wird, wo gesagt wird, dass Gott die Macht hat, sowohl Seele als auch Leib in der Hölle zu vernichten, verderben, wie Luther sagt, zerstören. Es geht also hier auch wiederum darum, dass Gott die Macht hat, jemanden, der physisch gestorben ist, dann in der Hölle, im Gehennafeuer, zu verderben, zu zerstören, zu verdammen. Aber damit ist nicht gemeint, für alle Zeit und Ewigkeit zu quälen. Ich meine, die Macht hätte er sicherlich auch, wenn er das wollte, aber das will er nicht. Und die Bibel sagt uns nicht, dass er das tun will. In Matthäus Kapitel 5 lesen wir Vers 29. Matthäus Kapitel 5 und Vers 29. Die Stelle hatten wir bereits in der letzten Predigt gelesen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Dass eins deiner Glieder verderbe. Auch hier wiederum das griechische Wort apolumi. Das gleiche Wort, das gebraucht wird später in Matthäus 10, wo Christus sagt, Gott hat die Macht, Leib und Seele in der Hölle zu verderben, zu vernichten. Hier in dem Zusammenhang ist es deutlich, dass hier von Vernichtung die Rede ist. Das Glied soll abgetötet werden, wie wir gesehen haben, in dem Sinne, dass es nicht mehr gebraucht wird, um zu sündigen. Also hier ganz eindeutig geht es um die Vernichtung, die Auslöschung von etwas. Wir müssen unser Auge zum Beispiel für alle Zeit und Ewigkeit in dem Sinne zerstören, dass wir es nicht mehr benutzen, um damit zu sündigen. Wie ich sagte, wir können andere, eine Frau zum Beispiel, mit lüsternen Augen ansehen. Und Christus sagt, wenn er das tut, dann habt ihr mit der bereits schon die Ehe gebrochen in eurem Herzen. Eine weitere Stelle, die dies deutlich macht, ist Römer Kapitel 6 und Vers 19. Römer Kapitel 6 und Vers 19. Römer Kapitel 6 und Vers 19. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen, wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit, zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Also die Glieder sollen getötet werden, in dem Sinne, total ausgelöscht werden, in dem Sinne, dass wir sie nicht mehr benutzen dürfen zum Dienst an der Ungerechtigkeit. Das ist mit Verderben gemeint. Das ist mit Zerstören gemeint. Sie sollen aufhören, in diesem Sinne zu existieren. Nun, in Matthäus Kapitel 5 und Vers 29 lesen wir etwas sehr Interessantes. In Matthäus 5 und Vers 29 heißt es, wenn dich dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiße es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass einzelne Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Es bezieht sich hier auf einen Entschluss, ein Versprechen, das wir im Zeitpunkt unserer Taufe eingehen. Wenn wir uns taufen lassen von Gott, versprechen wir ihm, dass wir jetzt nicht mehr unsere Glieder zum Dienst der Sünde benutzen wollen. Nun, wir verstehen, und wir hatten das in der letzten Sendung gesehen, dass wir nach wie vor trotzdem noch sündigen werden. Wir können dann das Opfer Jesu Christi in Anspruch nehmen. Christus wird uns helfen, der in uns wohnt, mehr und mehr vollkommen zu werden, dem Vater mit mir gleich zu werden, der ja total ohne Sünde ist. Aber es ist dies ein Versprechen. Wir müssen also nicht jetzt zurückkehren zu dem Weg, den wir verlassen haben.
Sonst heißt es, wird Gott unseren gesamten Leib in die Hölle werfen. Aber wie ich in der letzten Sendung schon sagte, da geht es gar nicht hier um die Seele. Hier in Matthäus 5 sagt Gott oder sagt Christus, dass Gott den ganzen Leib in die Hölle werfen würde. Das ist etwas Physisches, schauen Sie. Das soll verbrannt werden. Wir haben ja keineswegs gehört, oder haben Sie das gehört, dass der Leib für alle Zeit und Ewigkeit in der Hölle geschmoren soll und gemartert werden soll, gefoltert werden soll? Nein, es geht immer nur um die Seele, nicht wahr? Aber hier spricht Christus vom Leib. Also auch da bestehen schon gewisse Widersprüche. Aber die Wahrheit ist, dass Gott davon spricht, dass er den gesamten Menschen, Leib und Seele, vernichten kann in der Hölle. Was ist jetzt damit gemeint? Ist damit gemeint, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat? Nun, wenn er eine unsterbliche Seele hat, was ist da mit dem Leib? Also wenn die Seele für alle Zeit und Ewigkeit in der Hölle schmoren soll, dann müsste der Leib ja auch für alle Zeit und Ewigkeit in der Hölle schmoren, aber das wird ja nirgendwo gesagt. Ich meine, die Idee ist ja die, dass der Leib zerfällt, aber die Seele weiterlebt und dann in der Hölle gefoltert wird. Aber das ist ja nicht das, was Gott hier sagt. Gott sagt ja, Leib und Seele sollen verdorben werden, sollen vernichtet werden in der Hölle. Es geht um die gesamte Persönlichkeit. In 1. Thessalonicher 5 wird sogar noch mehr gesagt. Da wird sogar noch ein dritter Aspekt der Persönlichkeit mit hinzugefügt. 1. Thessalonicher Kapitel 5 und in Vers 23. Da heißt es, er aber, 1. Thessalonicher 5 und Vers 23, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Schauen Sie, der Mensch besteht aus Geist. Jeder Mensch hat den Geist im Menschen. Er hat natürlich auch den physischen Leib und er hat dann eine Seele, wie er hier, dieser Ausdruck hier gebraucht wird. Und wie wir jetzt sehen werden, bezieht sich, wenn das so formuliert wird, die Seele auf die Gefühle, die Psyche, das Psychologische. Es ist nichts Unsterbliches. Alles das, worum es hier geht, beschreibt den Menschen in seiner physischen Existenz. Schauen Sie, nirgendwo lehrt die Bibel, dass die Seele unsterblich sei. Ich möchte einige Stellen jetzt mit Ihnen einmal durchlesen in der Beziehung. In Matthäus 6 und Vers 25. Matthäus 6 und Vers 25. Die berühmte Stelle, dass niemand zwei Herren dienen kann. Er sagt in Vers 25, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Nun, wenn Sie die Stelle so lesen, wie sie hier in der Lutherbibel übersetzt wird, würden Sie nie auf den Gedanken kommen, dass hier von Leib und Seele die Rede ist. Aber das ist in der Tat der Fall. Lesen wir es noch einmal gemäß der griechischen Originalfassung. Darum sage ich euch, sorget nicht um nicht euer Leben, sondern um eure Seele, Psyche im Griechischen. Was ihr essen und trinken werdet. Hier wird die Seele, die Psyche, mit Essen und Trinken in Verbindung gebracht. Und sorgt euch auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, Soma, das Wort für Leib, ist nicht das Leben, wiederum die Seele, Psyche, mehr als die Nahrung. Hier wird das angesprochen, worauf es bei den Menschen ankommt. Es geht nicht nur um physischen, materiellen Besitz, es geht auch um den gesamten Menschen, die gesamte menschliche Persönlichkeit, die Gefühle, die Vorstellungen, die Ideen. So sagt er, die Seele ist doch mehr, der Mensch ist doch mehr als nur Nahrung und der Leib ist doch mehr als nur Kleidung. Man soll ja auch den Leib als einen Tempel des Heiligen Geistes betrachten. Aber hier wird das Wort Seele verwandt in physischer Hinsicht. Schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 18 an. Offenbarung Kapitel 18. Und lesen wir Vers 14. Offenbarung Kapitel 18 und Vers 14. Es geht hier um den Untergang des modernen Babylon, einer modernen Stadt. Und die wird hier sehr anschaulich beschrieben. Es wird aber auch gesagt,
was alles in dieser Stadt geschehen ist und in diesem System eigentlich, das diese Stadt symbolisiert. Und das Obst, an dem deine Seele, Psyche, Lust hatte, ist dahin. Auch hier wiederum, das Wort Seele wird in Zusammenhang gebracht mit etwas Physischem. Es wird gebraucht, um eine Lustempfindung, um Gefühle zu beschreiben. Schauen wir uns auch 1. Mose Kapitel 34 an. 1. Mose Kapitel 34. Und lesen wir Vers 3. 1. Mose Kapitel 34 und Vers 3. Sein Herz hing an ihr, und er hatte das Mädchen lieb und redete freundlich mit ihr. Auch in Vers 8. Und da redete Hamor mit ihnen und sprach: Das Herz meines Sohnes Sichem sehnt sich nach eurer Tochter, gebt sie ihm doch zur Frau. In beiden Fällen, wo das Wort Herz hier gebraucht wird, steht im Hebräischen das Wort für Seele. Also, seine Seele hing an ihr. Es geht hier wiederum um Gefühle, die hier beschrieben werden. Aber es sind Gefühle eines Menschen. Nichts Unsterbliches wird hier erwähnt. 5. Mose Kapitel 12. 5. Mose Kapitel 12 und Vers 20. 5. Mose Kapitel 12 und Vers 20. Wenn aber der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitern wird, wie er dir zugesagt hat, und du sprichst, ich will Fleisch essen, weil es dich gelüstet, Fleisch zu essen, so ist Fleisch ganz nach Herzenslust. Nun, es wird hier übersetzt, weil es dich gelüstet, Fleisch zu essen. Im Hebräischen steht wörtlich, und das Wort für Seele, nebenbei gesagt, ist das Wort Nefesh im Hebräischen, weil es deine Seele gelüstet, Fleisch zu essen. Auch hier wiederum werden die Gefühle des Menschen mit der Seele des Menschen gleichgesetzt. Die Seele, mit anderen Worten, ist der Sitz der Gefühle. Aber es sind fleischliche Gefühle. Es geht hier darum, Fleisch zu essen. Es geht hier nicht um etwas Unsterbliches. In 3. Mose Kapitel 26 wird etwas sehr Bedeutsames zum Ausdruck gebracht, das uns klar macht, was die Bibel unter Seele versteht. Nirgendwo, wie ich dies schon so oft gesagt habe, wird der Ausdruck unsterbliche Seele gebraucht. Und nirgendwo spricht die Bibel von unsterblicher Seele. Denken Sie daran, im Buch Ezekiel heißt es, die Seele, die sündigt, die soll sterben. Denken wir daran, dass als Adam erschaffen wurde und als Gott dann den Odem des Lebens in ihn blies, er zu einer sterblichen Seele, einer lebendigen Seele wurde. Vorher war er eine tote Seele, bevor er den Odem des Lebens in sich hatte. Und in diesem Zusammenhang nun lesen wir 3. Mose, Kapitel 26 und Vers 15. 3. Mose 26 und Vers 15. Es heißt, ihr werdet meine Satzungen verachten, mit anderen Worten Vers 14, wenn ihr mir aber nicht gehorchen und nicht alle diese Gebote tun werdet, dann werdet ihr meine Satzungen verachten und meine Rechte verwerfen, dass ihr nicht tut alle meine Gebote und werdet ihr meinen Bund brechen, so will euch auch euch dieses tun und dann werden hier gewisse Plagen angeführt. Nun denken wir daran, Adam und Eva, die haben Gott verachtet. Die haben keineswegs ihm gehorcht. Aber wer war es, der Gott verachtete? Nun, eine merkwürdige Frage, aber schauen wir uns an hier noch einmal in Vers 14 von 3. Mose 26, was Gott sagt. Er sagt, werdet ihr mir aber nicht gehorchen, Vers 15, und werdet ihr meine Satzungen verachten und meine Rechte verwerfen. Wörtlich heißt es hier nach dem Hebräischen, und wenn eure Seele meine Rechte verwerfen wird. Auch hier wiederum wird gezeigt, es ist die Seele, der Sitz der Gefühle sozusagen, der sich gegen oder die sich gegen die Gebote stellt. Aber auch hier wiederum wird alles sehr physisch betrachtet. In 3. Mose Kapitel 17 wird deutlich gemacht, was die Seele ist. 3. Mose Kapitel 17 und in Vers 14. Denn des Leibes Leben ist in seinem Blut.
Aber für Leben steht das Wort Seele im Hebräischen. Und für das Wort Leib steht das Wort Fleisch im Hebräischen. Also richtig übersetzt soll das heißen, denn des Fleisches Seele ist in seinem Blut. Und ich habe den Israeliten gesagt, ihr sollt keines Leibes Blut essen, ihr sollt keines Fleisches Blut essen, denn des Leibes Leben ist in seinem Blut. Wer es ist, der wird ausgerottet werden. Des Leibes Leben, des Fleisches Seele, wie es richtig übersetzt sein muss. Wir sehen deutlich, dass die Seele im Zusammenhang gebraucht wird mit dem Fleisch, aber nicht etwas, was jetzt getrennt wäre und mit Sicherheit nicht etwas, was unsterblich wäre. Es ist in dem Blut. Schauen Sie, solange wie der Mensch lebt, solange wie der Blut, wie er Blut genug hat und wie der Sauerstoff, dieser Atem des Lebens in ihm existiert, solange eben existiert die Seele als eine lebendige Seele. Wenn das aufhört, in diesem Sinne, dann ist der Mensch wiederum zu einer toten Seele geworden. Schauen wir uns auf 5. Mose Kapitel 12 an. 5. Mose Kapitel 12 und in Vers 23, da wird es sogar noch deutlicher gesagt. 5. Mose 12 und Vers 23. Allein achte darauf, dass du das Blut nicht isst. Nebenbei gesagt, eine noch nach wie vor bestehende Verpflichtung. Wir sollen kein Blut essen. Also diese sogenannten berühmten Blutwürste in Deutschland sollten absolut nicht gegessen werden. Wir sollen kein Blut essen. Achte darauf, dass du das Blut nicht isst, denn das Blut ist das Leben. Aber im Hebräischen, das Blut ist die Seele. Also was ist laut Bibel eine Definition der Seele? Das Blut. Das hört sich nicht nach einer unsterblichen Seele an. Das Blut ist die Seele. Darum sollst du nicht zugleich mit dem Fleisch die Seele essen. Man kann es, man kann Blut essen, man soll es aber nicht. Man kann die Seele essen, sagt Gott hier, aber man soll es nicht. Also wie wir auch hier wiederum sehen, das Wort Seele, das Wort Nefesh im Hebräischen, bezieht sich keineswegs auf etwas Unsterbliches. Schauen wir uns einmal Psalm 23 an. Psalm 23 und in Vers 30. Psalm 23 und Vers 30. Psalm 22 und Vers 30. Ich habe mir gerade Psalm 23 angeschaut, er hat keine 30 Verse, aber Psalm 22 hat solche vielen Verse. Und in Psalm 22 und Vers 30 heißt es, angefangen, ihr allein werdet anbeten alle, die in der Erde schlafen, vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Ihr Leben nicht konnten erhalten. Aber im Hebräischen heißt es hier, die ihre Seele nicht am Leben erhalten konnten. Also auch hier wiederum deutlich wird gesagt, dass die Seele etwas ist, das am Leben erhalten werden kann, aber auch vernichtet werden kann. Die Seele ist der Mensch mit all den Gefühlen, Vorstellungen, Ideen. Er spricht ja auch heute von psychologischen Dingen. Da kommt das Wort Psyche, natürlich hier Psyche, das griechische Wort, ist der Ursprung dieses Wortes von psychologisch. Also hier wiederum wird nichts davon gesagt, dass die Seele unsterblich sei. 4. Mose Kapitel 6, 4. Mose Kapitel 6 und Vers 6, es gibt so viele weitere Stellen, die ich hier anführen könnte, aber hier wird sogar das Wort Seele auf einen Toten angewendet. Aber dieser Tote lebt dann nicht mehr, wenn er tot ist. Die Seele lebt dann nicht mehr, wenn der Mensch gestorben ist. 4. Mose 6 und Vers 6. Wenn oder während der ganzen Zeit, für die er sich dem Herrn geweiht hat, soll er zu keinem Toten gehen. Aber, im Hebräischen, soll er zu keiner toten Seele gehen. Und so lesen wir, dass das Wort Seele für tote Menschen angewendet wird. Wenn die Menschen tot sind, sind sie tote Seelen.
Wir lesen auch, dass sogar Gott von sich sagt, dass seine Seele dies und das tut. Aber die Idee ist natürlich auch wiederum, es ist seine Persönlichkeit mit Gefühlen. Gott hat Gefühle. Und es sind eben diese Gefühle, die angesprochen werden. Wenn wir also jetzt zurückkehren zu den Aussagen Christi in Matthäus Kapitel 10 und auch in Lukas Kapitel 12, wo wir davon gelesen hatten, dass Gott die Macht hat, Menschen, nachdem sie getötet worden sind, in die Hölle zu werfen, in das Gehenna Feuer zu werfen, um sowohl Leib als auch Seele dort zu verderben, zu vernichten, dann verstehen wir, dass dies alles in physischen Zusammenhang zu sehen ist. Alles das ist eine physische Beschreibung des Menschen, des gesamten Menschen, der Einheit des Menschen sozusagen, der in diesem Höllenfeuer vernichtet wird. Es geht um unser physisches Leben. Schauen Sie, diejenigen, die gestorben sind, die unvergebbare Sünde begangen haben, die werden in der dritten Auferstehung zu physischem Leben auferweckt. Nicht zu unsterblichem Geistwesen, zu physischem Leben, um dann in der Hölle verbrannt zu werden. Leib und Seele und Geist, alles zusammen, alles das, was den Menschen ausmacht, wird in der Hölle verbrannt werden, wird aufhören zu existieren. Und das ist das, was die Bibel uns deutlich macht, was sie uns immer und immer wieder lehrt. Schauen wir uns noch einmal Matthäus Kapitel 3 und Vers 12 an. Matthäus Kapitel 3 und Vers 12. Wie ich sagte, nirgendwo wird von einer unsterblichen Seele gesprochen, die nicht getötet, vernichtet werden könnte. Nirgendwo wird davon gesprochen, dass Menschen, die unvergebbare Sünde begangen haben, für alle Zeit und Ewigkeit in einer Hölle gequält werden. Sie werden physische Menschen sein, die dann in diesem feurigen Pfuhl, in den sie hineingeworfen werden, vernichtet werden. Ihre Existenz wird ausgelöscht werden. Sie werden nicht mehr weiter dann existieren. Matthäus Kapitel 3 und Vers 12. Da lesen wir, er hat seine Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer, oder wie wir das bereits schon in der letzten Sendung gesehen hatten, mit Feuer, das nicht gelöscht werden wird. Der Mensch kann es nicht löschen. Gott kann es löschen. Aber hier, schauen Sie, die Spreu wird er verbrennen. Die wird nicht weiter existieren, diese Spreu, die wird verbrennen. Im Griechischen steht das Wort katakaio. Es bedeutet, alles das, was in dieses Feuer geworfen wird, wird vernichtet werden, wird verbrannt werden, wird nicht mehr existieren, wird aufhören zu existieren. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 18 an, wo dieses Wort auch gebraucht wird. Offenbarung Kapitel 18 und in Vers 8. Darum werden ihre Plagen, es geht wiederum jetzt um dieses Babylon, diese Stadt Babylon. Darum werden ihre Plagen an einem Tage kommen, Tod, Leid und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt werden. Das gleiche Wort, was gebraucht worden ist, um zu beschreiben, wie die Spreu verbrannt werden wird. Hier wird diese Stadt verbrannt werden, wiederum das gleiche Wort, katakaio. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. So, was geschieht jetzt mit der Stadt, nachdem sie verbrannt worden ist? Wird die für alle Zeit und Ewigkeit jetzt in einer Hölle brennen? Nun schauen wir uns an, was Offenbarung Kapitel 18 und Vers 21 sagt. Ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sprach, so wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon, die verbrannt werden wird und nicht mehr gefunden werden. Die wird aufhören zu existieren, man kann sie gar nicht mehr finden. Sie wird verbrannt werden und sie wird aufhören zu existieren, ihre Existenz wird ausgelöscht werden. Das ist mit dem Wort verbrannt und verbrennen gemeint. Malachi Kapitel 3 macht dies auch sehr deutlich. Wenn wir nur dem glauben wollen, was uns die Bibel sagt. Malachi spricht auch von dem Zeitpunkt, letztendlich der dritten Auferstehung. Von dem Zeitpunkt, wenn diejenigen, die unvergebbare Sünde begangen haben, mit anderen Worten, die die Wahrheit erkannt hatten, die den Heiligen Geist erhalten hatten, die sich dann gegen den Heiligen Geist wenden, ihn nicht mehr gebrauchen, ihn ablehnen, dann ein Gefühl des Hasses gegen Gott entwickeln,
nichts mehr von dem wissen wollen, was Gott einem sagt. Die Einstellung entwickeln, sie wollen nicht mehr ihre Sünden bereuen. Sie wollen so leben, wie sie leben wollen, in sündhaftem Leben schwelgen, was immer. Die dadurch eine Entscheidung in ihrem Leben sich selbst erwirken, dass sie nicht mehr bereuen wollen und von daher nicht mehr bereuen können. Das ist die unvergebbare Sünde. Gott kann uns diese Sünde nicht vergeben, weil wir nicht bereuen wollen. Und Gott vergibt uns nicht ohne Reue. Schauen Sie, das sind diejenigen, von denen wir hier sprechen. Und wenn diese Einstellung entwickelt wird, dann ist es ein Gnadenakt Gottes, die von ihrer miserablen und schlimmen und schrecklichen, unglücklichen Situation zu erlösen. Nun, die werden kein ewiges Leben erhalten in der Hölle. Sie werden den ewigen Tod erleiden. Einen Tod mit ewigen Konsequenzen, von dem es keine Auferstehung mehr gibt. Gott hat die Macht, Leib und Seele, den gesamten physischen Menschen zu verderben, zu vernichten, auszulöschen in dem Gehennafeuer des feurigen Pfuhls, der Offenbarung 20 beschrieben wird. Und so lesen wir jetzt hier in Malachi Kapitel 3 und Vers 19, was geschieht, wenn diese Menschen in diesen feurigen Pfuhl geworfen werden, wenn das Feuer sie verzehren wird. Malachi Kapitel 3 und Vers 19. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll, wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Wir haben bereits von dem Stroh gelesen. Christus gebraucht auch den gleichen Ausdruck. Johannes der Täufer gebraucht den gleichen Ausdruck. Die werden Stroh sein. Der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Sie werden total verbrannt werden. Sie werden dieses Streu, dieses Spreu sein, der Stroh, das Stroh. Es wird total verbrannt werden. Weder Wurzel noch Zweig wird gelassen werden. Alles wird weggenommen, wird vernichtet werden. Es wird nicht mehr existieren. Und wir lesen auch dann in Vers 21, ihr werdet die Gottlosen, ihr, die Gott gehorsamen, die dann unsterbliches Leben erlangt haben, ihr werdet die Gottlosen zertreten. Denn sie sollen Staub oder besser Asche sein unter euren Füßen oder werden unter euren Füßen. An dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Schauen Sie, wenn man zu Asche wird, bedeutet das, man wird total verbrannt. Dann existiert man nicht mehr. Und die Gottlosen, das ist natürlich jetzt eine figurative Ausdrucksweise, aber diese Gottlosen, die werden jetzt zu Asche werden unter den Füßen der Gerechten und die Asche wird auch vergehen und dann wird nichts mehr übrig bleiben von den Gottlosen, weder Wurzel noch Zweig. Das ist das, was die Bibel lehrt, wenn es um das Schicksal derjenigen geht, die unvergebbare Sünde begangen haben. Im Buch Obadja im Alten Testament, dieses Buch findet sich nach dem Buch Amos und vor dem Buch Jona. In diesem Buch Obadja wird auch eine Andeutung gemacht, was das Schicksal der Gottlosen sein wird, die unvergebbare Sünde begangen haben, die nicht ins ewige Leben eingehen werden. Denken wir daran, der Sünde Sold ist der Tod. Und wenn die Sünde nicht bereut wird, der ewige Tod. Man ist für ewig tot. Es ist die Gabe Gottes, die uns das ewige Leben schenkt. Tod und Leben, unvereinbare Gegensätze. Die Seele, die sündigt, soll sterben, getötet werden. Letztendlich in der Hölle vernichtet werden. Leib und Seele. Der gesamte Mensch wird vernichtet werden in der Hölle. Und was geschieht dann, wenn der gesamte Mensch vernichtet worden ist in der Hölle? Schauen Sie auch wiederum hier die Gnadengabe Gottes. Denn letztlich wird es auch für uns natürlich schwierig sein, wenn wir jetzt Geistwesen geworden sind, Mitglieder geworden sind der Gottfamilie, aber wir haben vielleicht jemanden gekannt in unserem Leben, der die unvergebbare Sünde begangen hat und der wird jetzt vernichtet werden. Und wenn es vielleicht sogar jemand war, der zu unserer Familie gehört, es wird sehr schwer sein, dann noch immer an diesen Menschen denken zu müssen später und sich sagen zu müssen, Mensch, wenn der doch anders gehandelt hätte, dann könnte er auch im Reich Gottes sein. Und schauen Sie, die Gnadengabe, die uns Gott gewähren wird, auch in der Beziehung. Obadja, und lesen wir Vers 16. Denn wie ihr auf meinem heiligen Berge getrunken habt, so sollen alle Heiden täglich trinken. Und Heiden, das bedeutet sich hier in diesem Zusammenhang,
geht es eben auf, bezieht sich auf solche, die also unbekehrt sind oder bleiben wollen, die also die unvergebbare Sünde begangen haben. Wir sehen das, wenn wir weiterlesen. Ja, sie sollen saufen und ausschlürfen und sollen sein, als wären sie nie gewesen. Letztendlich wird das ihr Schicksal sein. Ihre Existenz wird total ausgelöscht werden und selbst unsere Erinnerung an sie wird ausgelöscht werden, damit wir nicht diese negativen Gedanken weiter mit uns herumschleppen müssen. Meine Gott sagt, dass er unsere Sünden vergessen kann. Er sagt, ich will mich gar nicht an eure Sünden erinnern, wenn sie bereut sind. Und so werden wir die Fähigkeit haben, alles dies aus unserem Gedächtnis auszumerzen. Und es wird so sein, dass diese Gottlosen nicht mehr existieren. Die werden total ausgelöscht werden. Wenn Sie sich vorstellen, meine Damen und Herren, dass es eine Hölle gäbe, wo dann die Gottlosen für alle Zeit und Ewigkeit gemartert werden und sie würden diese schrecklichen Qualen miterleben und ihr Schreien, was für eine schreckliche Zukunft selbst für sie würde das sein. Wie könnten sie glücklich sein für alle Zeit und Ewigkeit, wenn im gleichen Zeitpunkt alles dies da vor sich geht? Also das passt hier alles gar nicht miteinander zusammen. Aber wie wir bereits gesehen hatten, die Bibel lehrt uns das ja auch gar nicht. Die Bibel lehrt uns, dass Gott die Liebe ist, dass Gott ein gnadenreicher Gott ist, dass Gott in seiner Gnade uns ewiges Leben anbietet und diejenigen, die es ablehnen, für ewig ablehnen, mit ewiger Konsequenz ablehnen, die wird er aus seiner Gnade heraus vernichten, in dem Sinne, dass ihre Existenz aufhören wird, weiter fortzubestehen. Leib, Seele, Geist, alles das, was den physischen Menschen ausmacht, alles das wird vernichtet werden. Der Mensch wird aufhören zu existieren. Das ist die Wahrheit der Bibel und nicht die Idee einer ewig brennenden Hölle, wo die Ungerechten für alle Zeit und Ewigkeit gemartert und gefoltert werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.